Ah, 1520 Euro. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Ich gerade schon erzählt, dass ich vielleicht eine Brille brauchen würde, müsste, was auch immer. Jetzt geht die Frage raus an euch. Wenn ich mir eine Brille holen muss, welche Brille soll das werden? Ich habe eine im Kopf, beziehungsweise ein Genre, kann man schon fast sagen. Aber was sagt ihr? Guck mal, ich muss jetzt hier schon, um den Chat zu lesen, hier so reinsliden. Jo, kurze Frage, du bist doch auch um die 1,76. Ja, Bro, bin ich. Welche Größe trägst du in der ADR-Bomber? Eine M, Bro, eine M. Richtig und richtig. Okay, der Chat sagt, ich brauche eine schnelle Brille. Bro, ich rede natürlich nicht von Sonnenbrillen, sondern von Lesebrillen. Heißt das Lesebrillen? Ich werde, denke ich mal, morgen ja so einen Test machen lassen und gucken, ob das Ganze confirmed wird. Aber wenn das stimmt, dann brauche ich natürlich auch eine coole Lösung. Alles außer Cartier. Warum nicht Cartier? Was habt ihr gegen Cartier-Brillen? Also ich sag euch ehrlich, so mit Cartier-Brillen, mit diesem Holz-Ding, ist jetzt nicht mein Vibe, to be honest. Iced Out wäre natürlich schon nice. Ich meine, ich habe jetzt auch eine Iced Out-Chain, dann könnte ich mir auch eine Iced Out-Sonnenbrille. Ich immer mit meiner Sonnenbrille. Guck mal, wie wenig ich damit affektiert wurde, dass ich da einfach null Bezug zu habe. Naja, und diese mit Holz, die sehe ich auch nicht bei mir. Ich feiere die, ich finde die cool, aber das ist nicht mein Vibe. Die ist schon eher mein Vibe. Chat, die ist schon eher mein Vibe. So ein obvious Silber. Guck mal, heute habe ich, by the way, gar keine Ringe an. Aber ihr wisst, ich liebe Silber, ich bin nicht so der Goldtyp. Und dann so eine wäre dann schon eher was für mich. Ich will natürlich auch diese Gläser komplett weiß lassen. Aber das ist nicht die Brand, die ich im Kopf hatte. Viele sagen Marimarsch-Brillen. Ja, aber feiere ich gerade auch, wie gesagt, die quasi, die hier ohne Gestell, sagt man ohne Gestell? Doch, die hatten Gestell, aber ohne hier dieser Rahmen. Oh, guck mal, sorry, mein Vokabular ist hier echt lost, weil ich absolut keine Ahnung in diesem Metier habe. Aber ihr wisst, nicht diese Vibes, sondern diese Vibes sind auch sehr cool, aber die sind auch kackenteuer, ne? Ich weiß gar nicht, was die kosten. Was kostet die Cartier? Was kostet so eine Cartier-Brille? Da gibt es doch so einen Uhrenmensch. Josué heißt er? Oh, sorry, Grüße an den Boy, aber ich hab's gerade seinen Namen nicht. City Optik. City Optik. Der hat doch immer den wildesten Stuff am Start. So Cartier-Brillen. 2000 Euro? Bro, wohin? Wohin? Und da gefällt mir eiskalt bis jetzt gar keine. Ich will die haben in. Also, was ich will. Das, also, die will ich feiern. Die. Einfach nur so. Guck mal, ich sag ehrlich, viel Geld, keine Frage. Aber für so eine Brille bin ich auch bereit. Oder wäre ich bereit, ich weiß ja immer noch nicht, ob ich einen haben muss, aber wäre ich auch bereit, mehr Geld auszugeben, weil das ein Ding ist, das trägst du halt immer. Immer. Starbucks sagt, die sehen 0815 aus. Ja, ich bin auch noch nicht bei meinem Go-To. Die finde ich auch nice. Also ich bin noch nicht bei meinem Go-To angekommen, was Brillen angeht. Ja, das ist alles hier gerade nur Teasern. Spaß. Ist tatsächlich auch eine Option. Wäre eine Option. Die finde ich auch cool ohne Holzrahmen. Ich glaube, das nennt man so. Ja, aber weiß jetzt nicht, ob das so die Wave ist. Kauf die eine von Boris. Hat der welche, Bro? Krass, dass keiner auf die Brand kommt, die ich im Kopf habe, was eigentlich so mein Go-To wäre für Brillen. Bisschen schade, dass ihr das nicht wisst. Noch nicht drauf kommt. Naja, ansonsten Cartier. Ich glaube, die einzige, die wirklich so für mich dann in Frage kommen würde, wäre wahrscheinlich die hier. Im Raum Cartier. Dann Marimarsch-Brillen hat er auch, glaube ich, ne? Ja, hier so mit so... Ist das eine Hornbrille? I don't know. Ist jetzt auch nicht so meine Wave. Ne? Endlich! Da ist es doch. Dankeschön. Natürlich die Chrome Hearts Brille, Freunde. Die Chrome Hearts Brille. Das ist doch der Vibe. Das ist doch der Vibe. Das ist doch der Vibe. Chrome Hearts Brillen sind doch der Vibe. Aber wir gucken uns erst die Hypebeast. Ja, wir gucken uns erst die Boris Brillen an. Weil die sehen auch ganz interessant aus, aber sah auch meiner Meinung nach eher nach Sonnenbrillen aus als alles andere. Glasses. Here we go. Hyde M. Auch sehr cooler Laden, by the way. Jeder, der in München ist, sollte sich den mal abchecken. Ich habe so einen TikTok hochgeladen, Freunde. Mit den besten Städten Deutschlands zum Shoppen. Top 2 war bei mir München. Alle in den Kommentaren schreiben München, Chöp, München, Chöp, München, Chöp. Die Leute in München, die haben krasse Stores. So einen Store, den findest du höchstens in Berlin. Sonst gibt's so einen Store nicht. Ja, okay, die ist schon cool, aber das sind alles mehr so
halt Sonnenbrillen keine Vibe, oder? So verrückter Professor angelehnt. Würde jetzt vielleicht auch gut mit meinen Haaren kommen, die ich natürlich nicht liegen werde. Da sehe ich echt aus wie ein verrückter Professor. Ja, aber ist das so diese Lese-Vibes, oder? Na, also sind schon coole dabei, aber kannst du Gläser tauschen? Ja, Bro, danke für den Tipp. Da wäre ich auch aufgekommen. Aber dennoch, dann sieht's nicht so cool aus, wie es cool aussehen kann. You know what I mean? Ich weiß, wie nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich eine Brille brauche, aber Vorsorge besser als, ne, Vorsicht besser als Nachsicht. Ihr wisst, was ich meine. Bin ein bisschen lost. Auf Daniel Düsentrieb angelehnt. Eiskalt, Bro, eiskalt. Naja, kommen wir zu dem spannenden Teil. Der Chat hat gerade schon gefragt, ja, welches Modell vom Chromarts? Ja, die hat 10er, wenn ich irgendein Modell vom Chromarts kenne, Bro. Das höchste der Gefühle, was ich jetzt machen kann, ist das googeln und mir irgendwelche, ja, einigermaßen passenden raussuchen. Aber ansonsten bin ich doch lost. Ich kann natürlich auch hier die Chrome Hearts Glasses im Panda Buy kaufen für 60 Euro. Naja, wir sliden nochmal rein. So eines lost. Sehr lost. Sehr lost. Sowas auch. Na. Auch ganz schwierige Nummer. Das gibt mir eher so, weiß ich nicht, Kasal-Vibes oder so. Die ist nicht schlecht. Chat, die ist wild. Die ist auch nice. Achtung, Achtung. Langsam kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Chat, die ist wild. Die ist crazy. Die ist auch nicht schlecht. Aber ich finde dieses Filigranere sogar nicer. Ist auch eine Chromie, ne? Ja, aber die gibt mir zu sehr Cartier-Vibes. Ich glaube, ehrlich, bis jetzt ist das hier sogar mein Favorite. So mit diesen Scharnieren, so in dieser Chrome Hearts-Optik. Kommt schon krass. Oh, in schwarz. Eieieiei. 1,6 auf Lager, da gehen wir mal rein. Ist die gebraucht? Boah, die ist krass. Also die will ich mir jetzt nicht holen, weil die schon... Also dieses Schwarz muss jetzt nicht sein. Wisst ihr, wie ich meine? Aber wenn das schwarze Silber wäre und hier vorne nicht diese Steinchen dran, dann wäre die Endgegner. Wirklich, diese Details hier ist unfassbar. Das hier stört mich. Dass sie schwarz ist, stört mich. Aber das wäre die Brille, die ich an mir sehen würde, to be honest. Und die gibt es auch safe in Normalsilber, oder? Muss es geben. Was ist das hier für eine? Ja, das ist wieder die, die wir gerade gesehen haben. Aber so 1,5. 1,5 für Brille ist jetzt auch nicht so. Die ist mir zu Harry Potter-like, um ehrlich zu sein. Ist auch nicht so mein Film. Die ist auch schwierig. Die soll ja auch so ein bisschen alltagstauglich sein. Aber trotzdem mit dem nötigen Flex, ihr wisst doch. Oh, ich sag, ja, das ist die, aber mit anderen Gläsern. Boah, ich glaube, ich habe mich schon verliebt, um ehrlich zu sein. Das ist die hier. Nur hier fehlt an der Seite so ein paar Details. Warum hat die das nicht? Chat, wo kann man Chrome Hearts Brillen kaufen, außer bei Chrome Hearts? In 10er, wenn ich jetzt extra nach Paris fahre, um mir eine Brille zu kaufen. Gibt es die bei Mr. Spex? Oh, was mit der? Die ist vom Seitengestell auch geil, aber vorne taugt nicht. Ich sag, oh, die ist auch nicht schlecht. Was ist denn mit der hier? Sorry, this product is out of stock. Fick dich. So, Italist scheint wohl ganz cool, coole Sonnenbrillen zu haben. Achso, ich will mit meinen Sonnenbrillen. Geh mal hier nochmal rein. City Optik House in-store only, aber wo Justin seine Brille hat. Ja, Bro, das habe ich ja gerade schon, haben wir es ja gerade schon angeguckt. Aber ich, so, wenn ich eine bräuchte, so, dann brauche ich die halt. Ja, was ist mit der, Chat? Da brauche ich die halt ASAP. Was mit der hier? Die ist ein bisschen zu Fliegerbrillen-like, oder? Seitengestell finde ich eigentlich ganz cool, wobei das auch hier, glaube ich, ein Grau und kein Silber ist. Aber das hier gibt mir zu sehr Fliegerbrillen-Vibe. Fällt raus, die fallen alle raus für mich. Die wäre cool als Sonnenbrille, actually. Die als Sonnenbrille wäre ganz geil. So auch in diesem transparenten Look. Aber als so Lesebrille ist die Ciao. Oh, die grüne ist auch sexy. LV... Anvil Millionärsbrille, ja. Die als normale Brille, das machen wir. Die ist actually auch geil. Grün. Aber wie gesagt, auch nicht alltagstauglich. Die haben wir uns, glaube ich, auch schon angeguckt. Aber war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Das ist so dieses, ich will Cartier sein, aber mach auf Chrome Hearts. Die mir zu sehr, ja, geliebäugelt, so abgelunzt. Das gibt mir auch sehr Cartier-Vibes, nur in Chrome Hearts Edition. Wobei ich die tatsächlich sogar nicer finde als die Cartier, um ehrlich zu sein. Aber dieses Holzmäßige an den Seiten, nee. Ja, okay. Finde ich auch nicht kacke. Ich weiß jetzt nicht, ist das weiß oder ist das... Das ist weiß. Ja, nee, auch nicht. Man, das ist gar nicht so einfach, eine Brille zu finden, to be honest. Die ist wild. Bro, die einfach in Silber. Das ist sie doch.
Warum ist die Gold? Gib mir die doch einfach in Silber. Ich will die einfach in Silber. Nicht mehr und nicht weniger. Dann bin ich doch schon happy. Gibt's nicht, oder was? Also das, was ich mir wünsche, gibt's nicht. Oh, das ist die. Aber warum Gold, Bro? Oh, die ist so wild. Die ist so sexy, ne? Ich muss die einfach in Silber haben. Dann bin ich doch schon glücklich und zufrieden. Aber bei meinem Glück wird sie natürlich nicht... Was mit so einer schnellen? Bei meinem Glück wird sie natürlich nicht geben. Was mit so einer mäßig auf schnell angelehnt? Aber auch mehr Sonnenbrille. Diese schnellen Brillen sind eher Sonnenbrillen. Das ist... Aha. Aber es ist auch schon wieder die schwarze mit diesem komischen Stein vorne. Ja, ich sag, zur Not muss die halt tun. Chat, eins in den Chat. Wenn der Kollege hier bis jetzt die beste Wahl wäre, der hier. Eins in den Chat. Da waren ja gerade ein paar andere noch. Aber ich glaube, die waren alle... Guck ich gleich nochmal. Aber ich glaube, die waren alle Gold. Und alles bitte aber kein Gold. Ja, gibt's nicht. Tolle Scheiße. Ja, gibt's zumindest hier bei dem Shop jetzt nicht. Okay, hier war noch eine. Die hat auch Gold. Und wir haben die hier. Ja, Gold fällt weg. Die hat auch, by the way, diese Punkte an der Mitte. Das scheint wohl das Modell in sich zu tragen. Okay, dann muss ich mich damit wohl abfinden. Nur es wäre geil, wenn das nicht schwarz, sondern silber wäre. Naja. Also 1,6 ist natürlich auch ehrenlos teuer. Save up to 40%. Our Italian retail prices is already discounted. Ach so. Ich dachte, jetzt kann ich hier nochmal ein bisschen absahen. Also müsste ich mich Stand jetzt entscheiden, dann will ich mir die hier holen. Aber $1,652, wie viele Euro sind das? Wahrscheinlich 20 Euro weniger aktuell. Dollar in Euro. Ja, 1520 Euro. Weiß ich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Naja, Freunde, ich halte euch ja auf dem Laufenden. Ich hoffe ja immer noch, dass ich mir keine holen muss. Auch des Geldes wegen. Eigentlich hatte ich immer gute Augen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt auf einmal los ist. Vielleicht finde ich die auf Pandabuy oder AliExpress ein bisschen günstiger. Dann kann ich auch so coole TikToks machen. Der Preis geht klar. Ich meine, rechne doch mal den Cost per Wear. Ja, aber du, guck mal, jetzt war zwar lustig, aber im Endeffekt, du hast recht. Du hast eiskalt recht. So unterm Strich muss man halt auch so rechnen. Naja, wie gesagt, halt euch auf dem Laufenden.